Ani, alle haben. Du lässt dich gar nicht mehr fangen. Der lässt sich nicht fangen mehr, Leute. Der ist stark geworden. Frisst schon Kürbis. Die Mama frisst mit. Aber Matsche, Leute, ganz schlimm. Gestern war ganze Tag Regen. Das kennen wir hier gar nicht, solche Winter. Was ist das für Winter? Kein Schnee, kein Frost, nur Regen. Das ist gar nicht hier normal für Ukraine. Der lässt sich gar nicht mehr fangen von mir. So, da ist noch diese Gurkenwasser. Habt ihr ausgetrunken und dann wieder drauf geregnet, ne? Wieder drauf geregnet. Ich nehme jetzt ein bisschen weg davon. Moment. Ani! Lass dich fangen! Boah, lass dich fangen! Boah, ist der schnell jetzt. Der ist richtig schnell. Läuft hier in der Matsche den ganzen Tag. Dann lass dich mal fangen! Lass dich mal fangen! Nein, der lässt sich nicht fangen. Komm! Wie schnell der ist. Viel schneller wie ich. Leute, so klein und so stark. Naja, dann gehe ich weiterarbeiten. Der lässt sich nicht fangen. Ich wollte dich ein bisschen streicheln. Bisschen streicheln, bisschen küssen. Guck dir das an. Gar nicht geht das. Keine Chance für mich. Komm! Ich wollte dich so gerne küssen und streicheln, Ani. Geht nicht, keine Chance. Keine Chance, Leute. Alle Tanten lieben den Arnold. Alle Tanten kümmern sich um den kleinen Ani. Ohne, doch nicht. Doch nicht alle Tanten. Die Barbie will den ein bisschen erziehen, Disziplin beibringen. Oh, na komm zu mir, na komm. Okay, vielleicht versuche ich ohne Handy den zu fangen. Schatzi, hat er sich geändert? Oh, der ist noch größer geworden. Ey. Morgen eine Woche. Genau. Eine Woche, morgen genau. Eine Woche. Aber hör mal, ich habe halbe, da ist schon alles ausgetrocknet. Hey. Das ist schon alles abgetrocknet, was? Sluchajseitig. Aber ich habe halbe Stunde gebraucht, um den zu fangen. Den kriegst du nicht mehr. Ist ja so schnell schon. Ja, den kriegst du einfach nicht mehr. Den kriegst du nicht mehr. Den kannst du auch so nicht halten. Den musst du dich so anlehnen. Eine Woche nur. Komm mal her. Arnold. Arnold. No. Ja, die kriegt ja auch viel Milch. Ich glaube, der hat Angst vor dir. Echt? Aber ich bin deine Tante. Ich kann den gar nicht mehr halten. Boah, ist der schwer. Na, lass den mal springen und laufen, mal gucken. Willst du den mal halten? Weil du kriegst den nicht mehr gefangen. Nun, dann gib den mir. Du kriegst den einfach nicht gefangen. Das ist so ein schnelles Tierchen. Stjopka guckt auch die ganze Zeit. Hey, der ist schwer. Der ist richtig schwer. Richtig schwer. Hör mal, was hast du denn die Woche gemacht? Hast du nur gefressen? Ani! Schön warm ist der. Obwohl draußen so kalt ist. Mhm. Na, guck mal in die Kamera. Ani, was sagst du dazu? Welche süße Öhrchen. Welche süße Füßchen. Mhm. Ah, aber gesund und stark. Mhm. Mhm.
So. Der mag das. So. Stjopka ist überrascht. Wie er sich jetzt hier rennt. In der Matsche. Überall nur Matsche. Oh, ich glaube, da liegt ein Ei auf der Treppe. Das war der Stjopka. Ich weiß, der hat die. Ich habe einmal gehört, der hat die Hühner erschrocken. Die wollten. Wie hat er das dann dahin gelegt? Der hat die Hühner erschrocken. Die rannte mit dem Ei in der Tasche. Stjopka. Der hat die erschrocken. Ach, Stjopka. So ein schönes Ei. Ja, den kriegst du nicht mehr. Ich bin eine halbe Stunde hinterher gerannt, bis ich den gefangen habe. Ich glaube, die kriegt auch schon bald. Mensch, die kriegen bald schon Kinder. In der Matsche. Morgen ist Sonntag, eine Woche. Eine Woche alt. Na, heute habt ihr noch gekochte Kartoffeln. Die zwei essen Heu. Die zwei wollen lieber Heu. Den kriegst du nicht mehr. Stjopka, was hast du gemacht mit dem Huhn, dass sie Ei verloren hat? Hm? Was hast du mit dem Huhn gemacht, dass sie Ei verloren hat? Hm? Schatzi! Schatz! Der ist weg, mein Schatz. Tomko, komm schon Milch holen. Gleich melke ich. Ich gehe Melkeimer holen, dann kriegt ihr eure frische Milch. Guck mal, Leute, wie mein Schatz immer arbeitet. Immer was Schönes. Wunderschönes Lackieren. Ja, das ist Das riecht aber lecker. Mit Hartölwachs. Oh, das riecht das gut. Leinöl. Oh, was Wachs. Für schöne Farbe hast du gemacht. Nee, das ist, für was ist diese Farblos. Platte? Das ist jetzt hier für oben unser Badezimmer. Ja. Nicht richtiges Badezimmer, einfach am Bett bauen wir solche der, Waschbecken. Genau, das ist die Platte von der von dem Waschbecken. Aber wie glänzt? Ui, getropft. Da. Nee, das macht nichts. Mhm. Ja, hier jetzt alles. Krassota. Und Bretter, ist das Eiche? Die Bretter sind für die Wände. Die kommen dahin, wo die Toilette später angeschraubt wird. Das ist Eiche, ja? Mhm. Wunderschön. Das ist Esche. Schatz, ich freue mich schon auf die schöne Ecke, wo wir dann endlich haben Toilette und können dann da kacken. Dass YouTube den Kanal sperrt. Ja, aber es macht doch Spaß, in der Wärme sitzen, auf Toilette und ein Buch lesen, ne?
Ja, viele hier im Dorf, die haben gar keine solche Toilette, ne? Ja, also hier im... Kommen wir mal bei uns anklopfen. Ja, hier im Dorf, die Leute können nur träumen von sowas. Oh, Schatz, was macht denn hier mein schöner Sessel, der rote Sessel? Den habe ich hier hingetan, weil ich drüben auch weiterarbeite und da schreibe ich... Okay, ich nehme den ganz ins Haus, Schatz. Nee, hier ist kein Staub im Moment. Wirklich? Ich gehe, bringe die Ziegen weg, ja? Schaut mal, liebe Zuschauer, was unsere Nachbarn machen mit unserem Wald. Und wir kämpfen und kämpfen und kämpfen, dass sie bitte das nicht machen. Wir sammeln diesen Müll andauernd, aber heute haben die doch hier Müllcontainer jetzt. Ja, haben Müllcontainer und die hören nicht auf. Diese Truhe habe ich mir gewünscht für die Blumen, für die, wie heißt das, für die Geranien, ne? Trog, ja. Schweinetrog. Trog. Ah, Schweinetrog. Okay. Anu, stell mal hier hin, die gehen nicht. Oh, das ist doch krass, ne? Aber die ist nicht sehr hoch. Vielleicht kannst du da lieber was Flaches pflanzen. Oh, ja, kann man Kräuter. Na, Kräuter. Das hat Nägel? Ah, nee. Das ist ein Blatt. Alle Feine. Gut, dass du Handschuhe hattest. Hält aber noch alle, schön, aber ne? Noch sehr, sehr, sehr gutes Holz. No. Sag mir mal jetzt bitte, warum schmeißt man sowas weg? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich kann das sogar für meine Hühner benutzen und Korn geben, ne? Tja, die Leute haben zu viel. Ja, vor allem verbrenne ich das doch. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist doch kein Plastik. Und guck mal, was die machen mit unserem wunderschönen Planeten. Mit unserem schönen Wäldern. Und wir beten und beten und sammeln und hilft nichts. Ne? Hilft nichts. Ja, die können sich streiten, Troschki. Troschki, hai pojedatsche. Aber Katrusa, die biegt sich alles runter und frisst. Die essen gerne die Zweige immer. Na,